Ja, da sind wir auch schon zur nächsten Ausgabe der NJPW. Ja, was haben wir jetzt als Match? Scott Bone und Frightmare tun sich zusammen gegen King Kong Bundy und Andre the Giant. Na, das kann ja mal jetzt ein heiteres Match werden. Zwei Highflyer gegen zwei, die vom. Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Die in Sachen Powerhouse wirklich neue Dimensionen erreichen. Also größentechnisch haben wir hier jetzt wirklich Team David gegen Team Goliath. Weil die Leute von der Million Dollar Corporation, also King Kong Bundy, der hier ein bisschen schiefe Augen hat, und Andre the Giant, beide über 2 Meter. Ja, und dagegen Frightmare und Scott Bone, die weit unter 2 Meter sind, also vielleicht die Hälfte, naja, übertrieben gesagt, die Hälfte von der Breite her, aber auf jeden Fall definitiv nur die Hälfte. Ja, warten wir es mal ab, wie sich dieses Match entwickeln tut. Ja, King Kong Bundy hier sofort mit einem harten Shoulder-Block und geht nach draußen. Okay, wieso tut er dieses? Jetzt geht er wieder rein. Scott Bone lässt ihn auch einfach so ohne Wenn und Aber wieder in den Ring, fängt ihn aber mit einem Spin-Kick ab und nein, Kopfschere gekontert und zu einer harten, heftigen Powerbomb umfunktioniert. Ja, King Kong Bundy ersetzt hier seine ganze rohe Kraft ein. Ich glaube, wenn der einmal sich auf Scott Bone fallen lässt, dann ist es auch vorbei. Also mit Scott, dann dürfte der Platz sein wie eine Briefmarke. Aber bisher verkauft er sich ganz gut durch seine Schnelligkeit. Viele Kicks. Alle sehr schnell durchgezogen. Ja, er steht jetzt hinter King Kong Bundy, zeigt einen Russian Leg Sweep. Ja, Andre the Giant versucht sich da Scott einfach mal zu greifen. Ja, Scott, der wechselt jetzt erstmal mit Frightmare. Ja, King Kong Bundy geht einfach wieder nach draußen. Frightmare weiß überhaupt nicht, was los ist. Aber Bundy ersetzt hier einfach seine Kraft ein, wie immer, und wirft erstmal Frightmare ein bisschen durch die Luft. Der kann ihn jedoch die Füße wegziehen. Ja, ich dachte gerade schon, er will jetzt wechseln. Ja, Frightmare lässt ihn den Enziguri Kick an die hintere gut rasierte Plätte. Jetzt Aufgabegriff von Frightmare. Nur schon die Körperteile ineinander verschmelzen. Ja, leichte Clipping-Fehler, aber Herrgott. Wir wollen uns ja hier nicht mit Spitzfindigkeiten aufhalten. Ja, Schäuber sagt, komm, steh auf hier. Du halbes Hemd. Naja, in Frightmares Fall könnte das sogar passen. Da sind so viele Löcher drin. Das ist, glaube ich, auch nur noch ein halbes Hemd. Aber bisher sehe ich Vorteile für Team Frightmare und Bone. Die könnten theoretisch ja ein Tag-Team gründen, das sich This is Halloween nennt. Frightmares alter Ego war ja Hello Wicked. Und Scott Bone, das lebende Skelett. Und jetzt sehen wir Andre the Giant zum ersten Mal im Ring. Boah, mit einem harten Handkantenschlacher. Muss man nachher mal überprüfen, ob von Scott der Schädel überhaupt noch ganz ist. Ja, und die Rippen sollte er sich jetzt auch mal untersuchen lassen. Und schon wieder dieser Handkantenschlag, der will ihm wohl den Schädel spalten. Ah, der Tritt ging daneben. Oh, Andre the Giant wirkt neben Scott Bone noch größer, als er sowieso schon ist. Und aus der Höhe jetzt ein Body Slam. Meine Güte. Noch richtig hartes Match hier für die High Flyer. Die immer noch sehr gut eigentlich sich behaupten. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich hier so gut behaupten. Also gerade gegen die Million Dollar Corporation. Hätte ich eigentlich was anders gedacht, aber naja, na gut. Obwohl, der Spieß kann ja auch noch umgedreht werden. Aber Frightmare mit seiner ganzen Erfahrung. Naja, so viel Erfahrung hat er nun auch wieder nicht. Im Gegensatz zum Team der Hünen. Ja gut, da hat Frightmare natürlich Vorteile, wenn Andre the Giant zuschlägt. Da braucht er eigentlich nur den Kopf einziehen und ist drunter weggetaucht. Ja, King Kong Bundy jubelt da.
Aber für Andre sieht es gerade nicht so gut aus. Und da hebt ein Hochleistenbruch. Ja, da hat er es nochmal probiert mit diesem Handkantenschlag, aber zweimal hat er bisher gesessen, aber das dritte Mal wusste Fredman schon genau, was kommt und konnte kontern. Fängt sich aber jetzt erstmal einen Backbreaker ein und nochmal dieses Rübergelatsche. Oh, wenn er das noch ein paar Mal macht, ist Fredman mehr platt oder noch einen Meter größer. So eine Mitte runterdrücken und er geht nach links und rechts so auseinander wie so ein Hefeteig. Na, Clinch jetzt von den beiden. Und da hat der Handkantenschlag erneut gesessen. Ja, und Frightmare geht in die eine Ecke, wechselt erstmal wieder Scott ein. Ja, Clinch jetzt von den beiden. Den Scott natürlich kräftetechnisch verliert. Der wird jetzt einfach weggeschubbt. Ja, schöner Swing, Neckbreaker. Damit hat Andre the Giant jetzt nicht gerechnet. Oh, mit dem Augenkratzer. Oh, Bionic Elbow. Auch sehr selten kriegt man das zu Gesicht. Ja, Cover jetzt von Andre the Giant. Scott kommt aber noch raus. Unter dieser Masse von Mensch. Ja, wechselt erstmal Frightmare wieder rein. Ja, Andre the Giant scheint trotz einiger Gegenkonter das Geschehen aber ganz gut unter Kontrolle zu haben. Aber jedes Mal, wenn ich das sage, ändert sich das für gewöhnlich. Ja, Scott wollte da nochmal treten, aber Beinchen zu kurz. Ja, ich dachte, es wird ein Neckbreaker. Nein, es wird einfach nur ein Schlag auf den Brustkorb. Und jetzt tritt er ihm auch noch den Kopf platt. Ja, Konter von Frightmare. Konter von Andre the Giant. Und dann nimmt er ihn und einfach mal so ein Giant Headbutt. Kopfnuss. Ja, ob Scott da noch pünktlich gewesen wäre, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Oh, da drückt er das Ding wie eine Melone zusammen. Frightmare denkt sich wahrscheinlich auch nur, ich bin doch keine Melone. Auch wenn ich so ähnliche Farben habe, so grün-schwarz. Ja, schöner Jawbreaker, Konter und Frightmare verzieht sich wieder in seine Ecke, wieder Scott einwechseln. Und King Kong Bundy auch wieder im Ring. Die beiden, die laufen jetzt erstmal ein bisschen gegeneinander. Die Absprache ein bisschen Banane zwischen denen. Egal. Oh, mit seiner ganzen Masse erstmal auf den Rücken von Scott Bone. Na, Whip in die Ringecke und... Oh, das tat bestimmt richtig weh. Also Scott dürfte eigentlich nur noch Matsche sein. Cover... Nein! 2! Ah, Frightmare, der hat da hinten ein bisschen rumgewackelt. King Kong Bunny nimmt jetzt einfach mal als Kommentator. Was haben die eigentlich immer mit ihren Kommentatorenpulten? Ah, Scott lässt sich aber jetzt nicht provozieren, bleibt im Ring, bevor er nachher noch durchgehämmert wird. Apropos hämmern. In die Ringecke, Double Team, Aktion, Füße weg, Ellbogen in Rücken und dann ist das auch schon gut. Und die Fans jubeln. Wieso jubeln die Fans? Achso, weil Frightmare seinen Finisher zeigt und Chabims. Chabims, Chabims. So, und jetzt sollte Scott zusehen, dass er... Nein! Ich habe jetzt ernsthaft gedacht, es reicht, um einen King Kong Bundy zu plätten, aber nö. Es hätte nicht sollen sein. Ja, nun gut, wenn so ein Frightmare auf einem liegt, das ist, als wenn man sich mit einer Decke zudeckt. So, die wirft man auch so einfach weg. Oh, und da wechselt er den größeren von dem Tag-Team ein, nämlich Andre the Giant. Und wieder Wechsel bei Bone Mare oder Fright Bone. Und da gibt es nochmal den Hot Tag. Was heißt nochmal? Es gibt den ersten Hot Tag. Gut, wäre Andre the Giant darunter abgetaucht. Nein, aber King Kong Bundy kann kontern. Und ein Whip in die Ringecke der Million Dollar Corporation. Ah, Frightmare kontert und rückwärts Salty. Und das Publikum ist aus dem Haus, wird aber jetzt gerade mal im Keim erstickt. Obwohl,
Na, es geht jetzt hin und her. Ah, geht doch mal ein bisschen auf die Beine los. Und erneuter Wechsel bei den Flitzern. Also Flitzer im Sinne von verdammt schnell. Na, einfach mal mit der Rückhand auf die Nase. Running Bulldog. Ja, und Frightman, er freut sich da draußen. Ah, das ging ein wenig daneben, dieser Corkscrew Senton. Ja, Frightman, der freut sich, der jubelt, der ist glücklich. Rückwärts, Alti. Nur ob das Früchte tragen wird, diese ganzen Aktionen. So, jetzt hat Scott keinen Bock mehr. Der steht jetzt erstmal auf. So, hier, ich will fertig werden. Hat dafür jetzt erstmal wieder King Kong Bundy im Ring und schmeißt Scott erstmal nach draußen. Ja, was macht Andre Giant? Der hilft ihm hoch und rollt ihn fast in die Mitte des Rings. Na, ich würde sagen, das Comeback ist jetzt wäsch. Oh, da hat Scott gerade Glück gehabt, dass Andre ihn gerade nicht erwischt hat. Ja, Whip-In gekontert. Ja gut, ist nicht die eigene Ecke, aber egal. Auf jeden Fall Bundy und Andre, die kommen immer besser hier ins Match, wechseln und zeigen eine fulminante Tag-Team-Aktion. Und Cover. Nein, Frightmare kann noch retten. Oh, Bearhug. Oh, und das dürfte... Nein, wird abgebrochen durch einen Schlag auf den Rücken von Andre the Giant. Ja, Andre the Giant lässt sich da von Frightmare so ein bisschen provozieren, aber er bemerkt den Schlag von Scott Bone gar nicht. Also der Wechselelan bei Frightbony, oh, Scottmare, der ist, weiß ich nicht, der ist irgendwie weg. So, die wechseln nicht mehr. Na gut, müssen sie ja auch nicht. Zwingt sie ja keiner zu. Ist nur relativ unklug. Oh, ein Roller! Reicht das zum Sieg? Nein, reicht nicht. Das war ja One Count. Und Frightmare geht wieder nach draußen. Jawbreaker von Scott. Ah, hilft er ihm sogar hoch. Ist er nicht nett. Kopfschere, endlich hat mal eine gesessen von ihm. Er geht nach draußen und... Schön gemacht. Ah, Tritt von King Kong Bundy. Nochmal, ein Einroller. Reicht das nicht? Tut es nicht. Bei One ist schon wieder Schicht im Schacht. Nächster Einroller und Andre the Giant wurde platt gemacht. Nein, es reicht immer noch nicht. One Count. So, jetzt geht's wieder in die Ringecke. Oh, und Andre the Giant haut Frightmare runter. Das gibt's doch nicht. Und jetzt fetzen die sich da draußen auch noch so rum. Sollte nur aufpassen, weil falls jetzt ein Cover kommt... Ach, Frightmare ist gerade im Ring. Und Scott auf dem Ringseil. Konter, da wollte er Karate-Kick. Und der hat in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Sieg gebracht. Diesmal nicht. Und Andre the Giant hat jetzt die Schnauze voll. Oh, beide am Torkeln im Ring. Ein Roller erneut. Die große Stärke. Nein, bei zwei ist Schicht. Ja, das Chaos, was jetzt derzeitig vorhin ausgebrochen ist, konnten die beiden Highflyer natürlich zu Vorteil nutzen. Aber wie sieht es jetzt für das restliche Match aus? Ein Sekiri-Versuch, ging aber daneben. Oh, da hinten will einer eingewechselt werden. Andre the Giant will rein. Und größtwahrscheinlich mal hier den Boden aufräumen, weil King Kong Bundy ja derzeitig nicht so sonderlich viel groß aktiv ist, auch wenn er jetzt hier einen Bearhug zeigt. Ist aber sehr, sehr weit am Ringseil. Also gut gemeint, aber... Da geht's in die Ringecke der Million Dollar Corporation, aber Andre the Giant ist nicht da. Stattdessen kommt King Kong Bundy mit seinen Kopfnüssen. Und dieses Tag Team Match hat inzwischen schon etwas an Überlänge.
Ah, Whip-In gekontert. Scott sollte mal wechseln. Gut, sollte King Kong Bundy auch. Oh, Schläge von King Kong Bundy. Und da nimmt er Anlauf. Big Splash! Nein, Frightmare kann retten. Und Andrew Giant langt auch noch mal zu. Natürlich nicht so die feine englische Art. Obwohl, er ist Franzos. Die brauchen keine feine englische Art. Die brauchen eine feine französische Art. Also echt, Scott Bone sollte wechseln. Wäre, glaube ich, das Beste für ihn. Oder will er sich jetzt etwa für das Team den Sieg holen? Scheint ganz so. Zwei. Nein, King Kong Bundy kommt erneut raus. Kopfschere mit Cover. Nein, wieder nicht. Aber Unreal Giant nicht so der Schnellste. Kommt nicht wirklich immer pünktlich, also... Und er probiert es nochmal mit der Kopfschere, die wieder durchkommt. Er ist wahrscheinlich sauer auf ihn wegen am Anfang. Und jetzt kann er, macht er sogar den Moonwalk einmal ganz kurz. Und Frightmare jetzt wieder da. Aber King Kong Bundy schafft ebenfalls den Wechsel mit Unreal Giant. Na, Frightmare noch gar nicht richtig gepeilt. Kann der Kopf nur aber ausweichen und zeigt selber einen Neckbreaker. Macht es sein, komm, steh auf. Will er etwa jetzt auch sein Finisher? Nein, konnte, aber das sollte der Finisher werden. Nehme ich an. Oh, Cover. Nein, Legdrop unterbricht das Cover. Scott musste aufpassen, dass er jetzt nicht den Ringrichter zu oft trifft, sonst kann das eine Disqualifikation nach sich ziehen. Ja, und da darf sich die Wirbelsäule von Unreal Giant mal so richtig bedanken. Ja, ich glaube, Frightmare will wechseln, oder wollte es zumindest. Aber kein Scott Bone da. Stattdessen gibt es wieder eine Double-Team-Aktion von der Million-Dollar-Corporation. Aber dieser Shoulder-Block und Clothesline. Dieses verheerende Ding. Und wieder mal pennt Unreal Giant. Und Frightmare geht auf das Knie von King Kong Bundy los. Und wechselt mit Scott Bone. King Kong Bundy tut's ihm gleich. Er wechselt zwar nicht mit Scott Bone, sondern mit Andre the Giant. Der jetzt erstmal mit seiner rohen Masse erstmal alles im Keim ersticken droht. Ein Roller jetzt gegen Andre the Giant. Nein, Andre kommt da locker, flockig raus. Schneller hat man das ja noch nie gesehen. Aufgabegriff. Nein, Rope Break, da ist die Größe ein Vorteil. Da stößt er ihn einfach weg und Kopfschere mit Cover. Ja, Scott hat keinen Bock mehr auf dieses Match. Na, ich glaube, da kam Andre aber schon vorher raus. Oh, dieser K.O.-Kick. Aber dieser gefürchtete Inzaghi-Antäuscher und letztendlich kommt der Tritt von der anderen Seite. Aber Unreal Giant sieht noch recht fresh aus. Ja, und nochmal dieser gefürchtete Kick. Obwohl der gefürchtete ist ja mehr dieser K.O.-Tritt von ihm. Wo wirklich ins Ringseil reinspringt und dann wieder zurück und den Gegner somit fast halbwegs K.O. tritt. War in der zweiten Season auch gegen den Road Dogg. Nein, Kopfschere diesmal gekontert. Und ein Roller. Nein, nur zwei. Two Count. Ja, Scott relativ einzelgängerisch in diesem Match. Also zumindest jetzt in diesem Matchabschnitt. Cover. Eins. Zwei. Nein, Unreal Giant kommt nochmal raus. Was müssen die beiden Leichtgewichte denn hier noch alles tun? Dusty O, Aufgabegriff. Scott hat abgetappt, ich glaub's nicht. Ja, Frightmare glaubt es auch nicht. Er hat auch gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Ich stand doch in der Nähe. Was, wieso? Ah.
und die Million Dollar Corporation siegreich im Tag Team Match gegen Fred Muscle Bone. Am Anfang haben echt die Highflyer besser dagestanden. Aber ich glaube, die mangelnde Kooperation und Kommunikation hat ihr zum Schluss einen Triumph verhindert. Ja, Scott, deine eigene Schuld. Ja, und damit kommen wir gleich zum nächsten Match.